Willkommen zu Maidons Meinung. Am Wochenende fand in Stuttgart die Anlegermesse Invest statt, zum ersten Mal wieder seit 2019. Und einer der Redner und Experten vor Ort war dieser Herr hier, Alfred Maidon. Schön, dass du da bist. Du warst nicht da, warum eigentlich nicht? Ich war nicht da, aber es waren ja viele Kolleginnen von mir. Ja, es waren ein Haufen Leute von uns da. Ich war nicht da, deswegen die Frage an dich, wie war es denn? Wie war die Stimmung? Ja, schön war es. Ja, sieht man hier, also sehr gut besucht. Aber, und es kommt gleich das aber es war keine Euphorie, wie wir das vielleicht um die Jahrtausendwende mal hatten, als mich jeder Zweite gefragt hat, was ist denn der heißeste Tipp, sondern die Zuschauer und Besucher waren sehr zurückhaltend, überwiegend pessimistisch. Ich habe immer wieder gefragt, wer ist der Meinung, es geht rauf, es geht runter. Es war immer die Mehrheit der Meinung, dass der Markt noch weiter fallen wird. Aber man ist auch trotzdem, sollte es wieder drehen, geneigt, wieder Aktien zu kaufen. Also man hat sich quasi informiert, was man denn kaufen soll, wenn es wieder dreht. Und was auch noch bemerkenswert war, es waren unheimlich viele junge Leute da, also Mitte 20 oder sogar noch jünger. Und die sind ja gekommen in der Pandemie, haben wir auch alle gesagt. Und die sind jetzt nicht wieder weg, wie man es vielleicht befürchtet hat, sondern sind eben noch da und warten darauf, dass es wieder weitergeht. Ich habe erstmal einen kleinen Schock vielleicht in diesem Jahr jetzt bekommen, weil zwei Jahre lang gegangen ist. Alles nach oben. Wer keine Kursverluste kennt, für den ist es schon ganz gar nicht so schön. Sagen aber wir mal die so. Haben sich zumindest nicht abschrecken lassen, die vor Ort waren. Die haben der Börse noch nicht wieder den Rücken gekehrt, was ja ganz positiv ist. Sie kehren uns den Rücken, aber. Genau, wir schauen mal auf ein paar Werte. Auch Werte, die eben in dieser Robin Hood Trader, hat man sie eine Zeit lang genannt, Generation an neuen Tradern interessant sind. Tesla, damit geht's los. Die negativen Neuigkeiten rund um Elon Musk oder Schlagzeilen um Elon Musk reißen ja nicht ab. Wie sehr könnte das denn mittelfristig dann auch Tesla belasten, weil ich meine, der Erfolg von Tesla ist ja stark mit der Person Elon Musk verbunden. Ja. Ganz kurz zurück, muss ich vergessen zu sagen. Die häufigste Frage war übrigens auf der Invest tatsächlich, wo ist das Tief? Da konntest du auch nicht wirklich. Das kann man sich natürlich jetzt bei Tesla auch fragen. Also Tesla sieht ja aus wie viele Aktien, die durch viele Unterstützungen durchgebrochen sind. Da kann man auch sagen, 50% gegenüber dem Allzeithoch, das ist mehr als eine Korrektur. Klar, wo ist das Tief? Gute Frage. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich mache das ein bisschen stimmungsabhängig und die Stimmung ist wirklich, ob das schon der Tiefpunkt ist, aber viel tiefer ist der Stimmungstiefpunkt zumindest nicht und das deckt sich dann oftmals auch mit den Tiefpunkten bei den Aktien oder auch Aktienindizes. Also Tesla, Elon Musk, sicherlich ein Thema, die Twitter-Geschichte immer noch ein Thema, aber das wird jetzt ja ein bisschen unwahrscheinlicher oder zumindest zu dem Preis wird die Übernahme nicht stattfinden. Also das rückt auch so ein bisschen in den Hintergrund, weil tatsächlich jetzt geht es auch wieder um Tesla. Und zuletzt gab es keine guten Nachrichten aus Shanghai. Zwar wird dort jetzt wieder die zweite Schicht installiert. Das lief ja lange Zeit nur Einschichtbetrieb, eine Zeit lang war sogar ganz zu. Und jetzt kommt man wieder in den Zweischichtbetrieb. Aber dennoch, die Analysten haben jetzt ihre Prognosen, vor allem was die Absatzzahlen angeht, für dieses und nächstes Jahr zurückgenommen. Teilweise sogar recht deutlich und ja auch die Kursziele gesenkt. Und das ist der Grund, warum die Aktie immer weiter gefallen ist. Eine wirklich unangenehme Gemengelage. Aber, und jetzt kommt das Aber, wir sind jetzt tatsächlich vom Hof weg, 50%, was man hier gar nicht glauben kann, dass das hier 50% sind. Und wir hatten solche 50% Rückgänge bei Tesla schon dreimal. So, das kann man ganz ja mal suchen, ob du die findest. 50% Rückgänge. War das ein 50%? Ja, das war einer. Das war der erste. Dann ging es von hier, von dem Hoch, innerhalb von einem Jahr, von einem guten Jahr 50% nach unten. Dann hatten wir hier einen Rückgang um 50%. Und dann nochmal hier einen. Das waren sogar, also das waren 54% und das hier waren sogar Corona-Crash 64%. Aber es ging ja dann recht schnell wieder nach oben. Und wie man sehen kann, war das jedes Mal keine so schlechte Kaufgelegenheit. Ja, immer wieder V-förmig erholt. Ja. Kurs eigentlich. Und es sah auch jedes Mal so aus, als wenn es wirklich hier sah so aus, als wenn es richtig kollabiert, hier auch. Also jedes Mal sah es wirklich schlimm aus und auch hier sieht es jetzt so aus, als wenn wir zumindest nochmal das hier testen. Also sieht nicht gut aus, Umfeld schlecht, aber nochmal an dem ganzen Bild hat sich nichts geändert. Und noch einmal ganz wichtig, wir haben jetzt auf Basis der Gewinnschätzung für 2023 ein KGV von unter 40. Das ist, das ist wie bei anderen Aktien ein KGV von 1. Also das ist schon wirklich extrem günstig für ein Unternehmen, das immer noch mit 50 und mehr Prozent wächst die nächsten Jahre. Also wer an die Zukunft Teslas glaubt, der hätte jetzt eben oder hätte jetzt eine gute Chance, günstiger an den Wert zu kommen. Praktisch eine historische Kaufchance. Ja, historisch war auch die Bewegung, die wir gestern bei Snap gesehen haben. Umsatz- und Gewinnwarnung hat man veröffentlicht, Aktie über 40% eingebrochen. Du bist ja kein Fan von Social-Media-Werten, aber Nein, die Reaktion von Snap schon gar nicht. Aber die Reaktion von 40% minus über 40%
ist schon extrem übertrieben, oder? Ja, finde ich auch. Vor allem, was ich noch viel übertriebener finde, ist, dass es alle anderen mit runtergezogen hat. Also Pinterest ist, glaube ich, fast 20% gefallen, Facebook, also Meta 7%. Das ist ja nun kein Riesenunternehmen, Snap ist klar, es ist 20 Milliarden Dollar schwer, also ist auch keine kleine Klitsche, aber Snap ist tatsächlich bei den Social-Media-Firmen eher ein kleineres Licht. Was, glaube ich, so schockiert hat, war die Tatsache, dass man erst vor 4 Wochen eine schwache Prognose oder eine sehr zurückhaltende Prognose abgegeben hat und die jetzt nochmal deutlich gesenkt hat. Also innerhalb von 4 Wochen, das haben auch die Analysten alle gesagt, also was in diesen 4 Wochen passiert sein muss, dass auf einmal nochmal so ein deutlicher Dämpfer gekommen ist. Aber Snap hat natürlich auch hausgemachte Probleme. Man leidet auch unter den Apple-Beschränkungen, weil Snap natürlich auch von persönlichen Daten profitiert. Also ich finde das völlig überzogen. Also jetzt weniger bei Snap, weiß ich nicht, diese 43%, ich finde die Aktie jetzt immer noch nicht günstig. Aber was den Gesamtmarkt betrifft, die Auswirkungen, das fand ich schon überzogen. Und ich denke mal, das wird man noch ein bisschen korrigieren müssen. Dazu kam natürlich noch, gestern kam noch Abercrombie, das hat natürlich jetzt nichts mit Snap zu tun, aber auch mit einer Warnung. Die Aktie ist auch, glaube ich, fast 30% gefallen und das schürt wieder diese Rezessionsängste und diese Gemengelage hat dann ja tatsächlich auch den ganzen Markt gestern unter Druck gebracht. Genau, die Nervosität war dann wieder extrem hoch, auch Nasdaq und so hat dann deutlich verloren. Der Dow hat sich ja dann sogar noch ein bisschen besser geschlagen. Ins Plus sogar gerettet. Ja, genau. Okay, dann schauen wir mal auf Nvidia, die heute nachbörslich, also am Mittwoch nachbörslich Zahlen vorliegen werden. Was könnte da auf uns zukommen? Ist da auch mit einem Massaker zu rechnen? Da kann alles passieren. Also das Gute ist, Nvidia ist natürlich jetzt im Vorfeld nicht unbedingt gut gelaufen. Also die Erwartungshaltung ist offenbar schon nicht so hoch. Ich meine, die Aktie hat sich gegenüber den Höchstständen mehr als halbiert. Auch gerade jetzt die letzten Wochen nochmal kräftig nach unten. Das Negative ist, dass Nvidia mit den Zahlen eigentlich immer überzeugt hat. 12 Quartale in Folge hat man die Erwartungen übertroffen. Also 3 Jahre lang, das ist wirklich beeindruckend. Und natürlich wäre alles andere als ein nochmaliges Übertreffen der Prognosen schlecht. Also es ist so ein gemischtes Bild. Da lässt sich überhaupt keine Prognose abgeben, da kann wirklich alles passieren. Aber eines ist relativ sicher, es wird einen großen Ausschlag geben, denn im Moment, egal nach Zahlen, gibt es diese Riesenausschläge eben. Zweistellige Kurszugewinne oder Verluste sind keine Seltenheit mehr, eher die Regel. Du hast noch eine Grafik mitgebracht zu Nvidia. Genau, damit man mal sieht, was Nvidia eigentlich macht. Da sieht man mal die Zahlen vom letzten Quartal. Immer noch der größte Umsatzfaktor ist Gaming, fast die Hälfte des Umsatzes macht man mit Gaming-Chips. Und da ist ein bisschen die Befürchtung auch, dass durch das Ende der Pandemie, also das langsam Auslaufen der Pandemie, dass das mit dem Gaming nicht ganz so gut gelaufen sein könnte. Das nächste sind die Datacenter, mittlerweile fast gleich auf. Wachstumsstärkster Bereich, 71% Wachstum im letzten Quartal. Das wird so der wichtigste Bereich sein, auf den es ankommt, dass das Wachstum sich hier auch fortsetzt. Davon ist auch eigentlich auszugehen. Die anderen Bereiche vom Umsatz her relativ gering, aber der Bereich Professional Visualization ist der wachstumsstärkste. Interessanterweise, das hat mich wirklich überrascht, habe ich gar nicht gewusst, dass der Automotive-Bereich also gerade mal 2% vom Gesamtumsatz ausmacht, also fast nichts. Mhm. Und auch rückläufig. Und sogar noch rückläufig ist, das ist eigentlich schon komisch. Aber vielleicht tun sich da ja Wunderdinge auf. Also nochmal einmal vor den Zahlen, wie immer, nichts machen. Da kann wirklich alles Mögliche passieren. Aber danach wird man dann sehen, ob diese Wachstumsstory weiterhin intakt ist oder ob es da irgendwie doch vielleicht einen Dämpfer gibt von irgendeiner Seite. Vor den Zahlen nicht einsteigen, da hättest du ja auch in schon normaleren Börsenzeiten, sage ich jetzt mal. Ja, das aber jetzt ist das Harakiri. Also ich meine, wer statt ins Casino lieber abends Nvidia zocken möchte, herzlichen Glückwunsch. Der kann heute eine Flasche Sekt aufmachen und ein bisschen Nvidia zocken. Also Zahlen kurz nach 10, das dürfte auch für den Gesamtmarkt sehr wichtig sein, denn Nvidia ist natürlich jetzt schon eine große Nummer. Wir schon auf BYD, da gab es positive Meldungen zum BYD Seal. Der wurde ja, der Verkaufsstart stand jetzt an und offenbar lief es gut. Man hat gleich zu Beginn kaufen wollen. Das ist ja so ein bisschen, man sieht es ja auch dem Model 3 schon sehr ähnlich. Konnte man vorbestellen. In den ersten 7 Stunden hat man 22.637 Vorbestellungen bekommen. Das ist wirklich eine ordentliche Zahl. Und BYD hat ja Planung, dass man von diesem Modell so 30.000 Stück im Monat verkaufen will. Und das ist dann schon, das wäre das Umsatz- oder das absatzstärkste Auto, was BYD überhaupt hat. Man verkauft im Moment ungefähr 100.000 im Monat. Also das würde sich schon auswirken. Und darum ist so ein Start schon mal ganz wichtig. Schickes Auto und vor allen Dingen,
ab 32.000 Euro zu haben. Das Model 3 gibt es ab 45.000. Also das ist dann schon nochmal eine ganze Ecke günstiger, auch Reichweite bis zu 700 Kilometer. Schönes Auto und das könnte wirklich bei BYD nochmal ordentlich Umsatz und Gewinn in die Höhe treiben. Aber das gibt es immer noch nicht in Deutschland. Also wann gibt es da Pläne, wann BYD jetzt mal den deutschen Pläne, Markt? Keine Pläne. Also ich denke mal so in 2 Jahren. Sie suchen jetzt zumindest auch jetzt für den deutschen Markt Mitarbeiter. Ach echt? Zeige ich dir mal nach der Sendung. Okay, interessant, kann ich noch was lernen. Auf jeden Fall, die Aktie sieht man ja, kleine Rücksetzer, aber das sieht wirklich gut aus. Und das in dem Umfeld, das als China-Aktie, nochmal, wenn diese Belastungsfaktoren nur so ein bisschen weichen, dann glaube ich, wird hier mal ein Sekt aufgemacht. Auch beim nächsten Sektor sieht es sehr spannend Sektor aus. Ja, genau. Da kann man vielleicht auch der ein oder andere Wert einen Sekt aufmachen. Wir schauen erstmal auf Hinko Solar hier an dieser Stelle. Ja. Deine aktuelle Einschätzung dazu? Ja, kann man auch nur sagen, Hut ab. Starke Aktie, starke Vorstellung und auch hier dieser Deckel, der ist dann auch kurz davor zu fliegen. Die ganze Branche hat ja weiterhin mächtig Rückenwind. Jetzt gab es dann auch nochmal aus Europa eine neue, das nennt sich Repower EU. Die wollen die Solarinstallationen bis 2025 verdoppeln, bis 2030 dann nochmal verdoppeln auf 600 Gigawatt. Dann gab es eine neue Studie, die hatte ich letzte Woche schon dabei, von Solar Power Europe. Und das ist eine Grafik aus dieser Studie. Und da sieht man mal, das ist die weltweit installierte Leistung. Da waren wir Ende 2021 bei 940 Gigawattstunden oder Gigawatt. Die 1000 Gigawatt, also die Terawattstunde, haben wir jetzt auch erreicht, ich glaube im Mai. Und das hier ist die konservative Prognose, blau, und ich glaube eher die gelbe Prognose. Das High-Szenario ist realistischer. Da sind wir dann bis 2026 von jetzt 1 auf 2,7 Gigawatt installierte Leistung. Und ich glaube fast, das ist noch zu niedrig, weil das ist auch noch vor dieser Solar Power Europe EU-Geschichte gekommen. Und ich glaube auch, dass andere Länder auch noch ordentlich eins drauflegen werden. Also das hier dürfte noch eine ganze Ecke exponentieller werden, als es ohnehin schon ist. Und das ist natürlich absoluter Rückenwind für die gesamte Branche. Ja, und auch für Hinko Solar. Und man sieht hier das Wachstum von Hinko Solar in den letzten Jahren. Das Graue sind die Umsätze. Da werden wir in diesem Jahr erstmals die 10 Milliarden Dollar erreichen. Das hier sind übrigens auch 10 Milliarden. Hat die Null verschluckt. Da hat irgendjemand die Null verschluckt. Dagegen kann man nichts sagen. Also die Umsätze von 2018 bis 2022 verdreifacht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, man sieht den Gewinn. Was heißt, man sieht ihn kaum? Ja. Wenn die Balken nicht noch Geld wären, würde man es gar nicht sehen. Das ist natürlich verheerend. Bei 10 Milliarden Umsatz, 169 Millionen Dollar Gewinn ist ein bisschen wenig. Das soll mehr werden und vielleicht wird es sogar noch deutlich mehr, wenn man so ein bisschen an den Margen dreht. Und jetzt hat man den guten Effekt, dass von der Kostenseite kein Ungemach mehr droht, die Siliziumpreise wieder auf dem Rückzug sind und durch diese enorme Nachfrage die Modulpreise wahrscheinlich stabil bleiben oder vielleicht sogar steigen werden. Und das könnte natürlich dann hier so ein bisschen den Hebel ansetzen. Und das würde natürlich dann auch auf die Aktie durchschlagen. Und dann sehen wir auch bald wieder neue Jahreshochs, weil allzu weit ist man ohnehin nicht entfernt. Nee, überhaupt nicht. Also man könnte gar nicht glauben, dass das ein Chart aus dieser Zeit ist. Ja, hält sich gut. Es gibt ja auch Übernahmefantasie oder Beteiligungsfantasie in der Branche. Wir sehen Encavis, die ja vielleicht auch da so als Kandidat in Frage kämen, aber es geht um ein anderes Unternehmen, bisschen komplizierter. Kannst du sonst mal erklären? Ja, eigentlich ist gar nicht so kompliziert. Es gab heute Morgen die Meldung, dass Total Energies, der Ölkonzern, sich mit 50% an einem amerikanischen Solar- und Windparkbetreiber Clearway Energy beteiligt hat. Das ist die Meldung und das ist natürlich schon mal gut, weil Solar- und Windparkbetreiber sind nicht nur für Ölkonzerne interessant, auch für Stromversorger, für Beteiligungsgesellschaften. Also, weil das sind erstmals Gelddruckmaschinen im Prinzip und es ist natürlich eine Branche, die gerade en vogue ist. Insoweit will da jeder mitmischen und die Ölkonzerne wollen und müssen etwas machen. Also deswegen Total hat die Hälfte gekauft. Das Ganze wird bezahlt zum Teil in Cash und zum Teil gibt man Teile seiner Tochter ab. Die Tochter wiederum ist an SunPower beteiligt, an dem US-Solarunternehmen mit 50%. Also da ist einiges in Bewegung. Wie gesagt, Ölkonzerne sind da als Käufer interessant. Und das ist natürlich Encavis prädestiniert als Solar- und Windparkbetreiber mit einer satten Marge, mit einem schönen Geschäftsmodell. Das könnte interessant sein für viele Unternehmen. Die Aktie nach diesem Anstieg hält sich tadellos, hat dieses
diese Anstiege jetzt verarbeitet und ist bereit für neue Höhen. Wir werden es verfolgen. Und also hoch 25, ja. Jetzt sind wir bei 21, also das ist nicht mehr weit. Ich denke mal, das sollte schon machbar sein. Aus der Windbranche, wir bleiben bei erneuerbaren Energien, da gab es aber schlechte Neuigkeiten von Nordex. Man hat die Prognose hier senken müssen für das laufende Jahr. Ja, was waren denn die Gründe? Ja, Nordex, ich weiß gar nicht, wie viel Prognosesenkung es da schon gab. Die Margen ohnehin hauchzart und jetzt ist man noch in die Rutschung, in die Verlustzone. Klar, die Lieferkettenproblematik, die höheren Beschaffungskosten. Dazu kommt noch diese Hackerattacke, die man hatte. Also Nordex lässt irgendwie auch nichts aus. Also ich bin schon immer oder schon sehr lange skeptisch. Ich war früher mal großer Fan von Nordex. Das hat sich vor einigen Jahren geändert, weil man einfach es nicht schafft, selbst in einem wirklich sehr guten Umfeld Gewinne zu erzielen. Und das nicht erst seit dieser Beschaffungsproblematik, sondern vorher war es auch schon ein Problem von Nordex. Das hat sich jetzt verschlechtert. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich weiß, es sind viele Leute, viele Privatanleger gerade in Deutschland, die auf Nordex schwören. Wer das machen will, der kann das tun. Natürlich, jeder kann machen, was er will. Meins ist es nicht. Es gibt da sicherlich auch im Windsektor deutlich bessere Unternehmen. Also jetzt im Bereich Onshore-Wind, zum Beispiel Vestas, die Nummer 1, oder aber auch die jetzt noch kommen. Ostert, genau, die kommen jetzt. UBS sieht es ähnlich, die hat den Wert gestern auf Buy hochgestuft. Ja, Ørsted ist eben auch im Onshore-Bereich, aber nur minimal. Das ist das Hauptgeschäft ist Offshore, also Windanlagen auf dem offenen Meer. Und da hat ja die Bundesregierung gerade nochmal angekündigt, dass man hier massiv ausbauen will und auch weltweit. In der Ostsee sollen neue Windparks entstehen. Da ist jede Menge in Planung. Noch nichts Konkretes, aber das wird kommen. Und Ørsted als Nummer 1 der Welt wird sich da sicherlich einige Aufträge an Land ziehen. Die hohen Strompreise spielen Ørsted auch noch in die Karten. Also das sieht gut aus. Die Aktie, dennoch sieht man ja, die Aktie hat bisher wenig gemacht. Aber hier glaube ich eher, dass da auch noch jede Menge Nachholpotenzial ist. Denn wie gesagt, im Onshore-Bereich hat man viel Konkurrenz, sind die Margen dünner und im Offshore-Bereich ist da doch das ein bisschen einfacher und die Projekte sind doch größer. Da glaube ich, das ist schon die interessantere Branche der beiden. Wir schauen jetzt auf Energiekontor. Wäre das auch so ein Wert, der, haben wir gerade schon über gesprochen, so Übernahmefantasie mit sich bringt? Energiekontor hat auch eigenen Bestand an Solar- und Windparks, hauptsächlich Wind, aber man ist vor allem Projektierer. Aber auch das ist eine spannende Geschichte. Auch da könnten durchaus Aufkäufer Interesse dran haben. Denn das sind einfach fertige Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell haben, die profitabel sind. Energiekontor mit Rekordjahr 2021, 2022 soll noch besser werden. Man profitiert von den einfacheren Zulassungsregeln und höheren Geschwindigkeiten bei der Zulassung, die jetzt kommen sollen. Insoweit auch hier zusätzlich zum ohnehin schon schönen Geschäftsmodell und dem sehr guten Umfeld noch diese Übernahme- oder Beteiligungsfantasie obendrauf. Gratis. Dann schauen wir zuletzt noch auf den Lithium-Sektor, auf Livent. Albemarle, Konkurrent, hat ja die Prognose jüngst angehoben, gestern glaube ich. Ja, wäre das hier auch denkbar? Das ist eigentlich fast schon nicht mehr zu glauben. Also Albemarle hat gerade erst vor 4 Wochen zusammen mit den Zahlen die Prognose angehoben, und zwar kräftig fürs laufende Jahr, und hat sie jetzt nochmal angehoben, weil man gesagt hat, wir haben einfach nochmal nachverhandelt. Wir haben mit unseren Kunden, denen haben wir gesagt, wahrscheinlich haben da viele noch Verträge zu Lithiumpreisen von $10.000 oder tiefer pro Tonne. Wir sind im Moment am Spotmarkt bei 80.000. Hat man gesagt, okay, das müssen wir nachverhandeln. Also ihr müsst jetzt mehr zahlen. Das haben die Kunden gemacht. Und deswegen hat man jetzt nochmal kräftig die Prognose angehoben. Und Livent hatte ja auch die Prognose ordentlich angehoben vor einigen Wochen. Und auch hier, glaube ich, wird man vielleicht sogar auch nochmal nachbessern. Aber die letzte Prognoseanhebung ist in den Kursen überhaupt noch gar nicht mit drin. Die ist noch gar nicht verarbeitet worden. Und das sieht aber gut aus, dass es jetzt langsam passieren könnte. Es hat sich hier ordentlich Druck aufgebaut auf der Aktie. Und die ist auch wirklich günstig. Wie gesagt, wir haben SQM hat neulich mal gemeldet, dass man im letzten Quartal im Schnitt für $38.000 Lithium verkauft hat. Wie gesagt, alte Verträge sind teilweise noch bei 10.000. Und hier so ein bisschen nachverhandeln und schon, zack, treibe ich die Marge ordentlich nach oben. Die Lithium-Nachfrage nach wie vor exorbitant hoch. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Da waren doch heute wieder einige interessante Chancen mit dabei. Nicht nur für die jungen Trader, die du ja auch jetzt kennengelernt hast, auch für die alten Hasen. Das ist ohne Altersbeschränkung. kann jeder davon profitieren oder einsteigen, wenn er möchte. Dankeschön, Alfred. Gerne. Für heute danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.